Willkommen zurück, bevor wir bei Valhalla weitermachen und auch hier beim Add-on wollte ich nochmal den Kultistenbund hier komplett auslöschen. Dafür habe ich alles organisiert, was wir brauchen. Der hier, Sokos, ist mir durch die Finger geglitten, weil, das zeige ich euch mal eben kurz, was ihr dafür machen müsst, nach Melos, dann schwächt ihr hier die aktuelle Herrschaft und schlagt euch dann, wenn ihr die Schlacht des Staats machen könnt, auf die Seite der Spartiaten, müsst hier 4 oder 5 Kriegsschiffe platt machen und eines davon ist halt der Sokos, deswegen ist mir das durch die Finger geglitten. Aber decken wir jetzt einfach mal den Rest der Personen hier auf. Der Oktopus, okay. Jetzt so vom Aussehen her sagt mir das nichts. Wir sind die neuen Götter. Okay, den haben wir auch. Der Rest der Kultistenhinweise war endlich so eindeutig, dass ich euch da jetzt nichts Großartiges zu sagen muss. Aber der eine Sokos ist mir halt durch die Finger geglitten. Und da fällt mir noch was ein. Der kniffligste war hier der Hai. Und da befinde ich mich gerade. Denn anhand der Info wird gesagt, nördlich von Terra. Das Wrack könnt ihr auf der Weltkarte nicht sehen. Ihr müsst quasi, hier ist ja der Nebel, noch ein bisschen höher. Hier ist quasi das Wrack. Wenn ihr ansatzweise in der Nähe seid, taucht auf eurem Radar ein Fragezeichen auf. Und wenn ihr dann nah genug dran seid, dann entdeckt ihr auch diesen Ort. Unten sind 3 Truhen. Und in einer der Truhe ist der Hinweis für den Kultisten. Wenn ihr in der Nähe der richtigen Truhe seid, bekommt ihr auch einen Hinweis, dass ihr in der Nähe seid beim richtigen Hinweis und dann könnt ihr das entsprechend auch erledigen. Gut, ich würde sagen, wir schnappen uns erstmal den hier. Na, kann ich den nicht markieren? Oder ist die See nicht unser Freund? Gut, dann gehen wir mal hier zu unserer altbekannten Station. Aber normalerweise wurden doch die Kultisten immer auf der Map angezeigt. Aber kriegen wir schon hin. So, dann machen wir auch nochmal Tag. Weil unten in der dunklen See ohne Tageslicht irgendwie nach Schätzen zu tauchen und zu schauen, wo denn an der Seite das Schiff ein Loch hat, war ein bisschen knifflig. Einmal bin ich sogar ertrunken. Kämpfe auf dem Schlachtfeld von Achaia für Athen. Okay, dann müssen wir wahrscheinlich auch wieder eine Eroberungsschlacht machen. Die hier können wir verfolgen. Deswegen starten wir doch mal hier. Oh Mann, schon wieder eine Seeschlacht. Mann. Gut. Dann werden wir hier mal zuerst hindüsen. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass die schon wieder weg ist. Nee, ist sie nicht. Sehr schön. Na, komm schon. So, dann kriegt man hier hoch. Auf Position! Der Kapitän übernimmt das Steuer. Los geht's! Na, komm schon. Vorwärts! Dreh dich. Beeilt euch! So, jetzt Vollgas. Spürt den Wind! Wir sind sehr nah dran. Sollen wir uns kampfbereit machen? Jupp, sollt ihr. Macht schneller! Der Oktopus
Und ordentlich gerammt. Packen Sie ab! Löscht die Flammen! Bogenschützen vor! Verschwinden! Wunderbar. Diese Flammen setzen uns ganz schön zu! Schießt noch einmal! Und damit ist der Oktopus erledigt. Sehr schön. Hier haben wir natürlich einen weiteren Hinweis erhalten. Wunderbar. Dann greifen wir uns mal den hier. Wo befindet der sich? Ach Gott, schon wieder so eine Seeschlacht. Na, wir sind noch in Fight. Gut, wir müssen einmal hier weg. Kampfbereich verlassen. Und dann können wir wieder die Schnellreise machen. Alles nautische Personen hier. Ja, der düst noch grob hinter uns her. Oder? Ne, wir können auch keine Schnellreise machen. Nun, Kapitän, wir sollten vorsehen. So, jetzt, da war ein kleiner Schimmer zu sehen und genau, wir können die Schnellreise nutzen. Da haben wir den nächsten Kulttypen. Oder, ja, genau, das war der Typ. Der Hai, der mir die meisten Probleme gemacht hat. Weil sein Hinweis war sehr schwer. Also die Hinweise haben mir sehr wenig gebracht. Und selbst als ich dann das Ding gefunden habe, wenig Spielraum, falsch zu schwimmen und gerade in der Nacht zu tauchen, war auch keine so gute Entscheidung. Gut, dass du wieder da bist. Gut, da hinten ist das Schiff. Das sind hier Spatiaten, die sollten doch... Na komm schon, lass mich. Der sichere Hafen liegt hinter uns. Ah, da hinten, sehr schön. Der mytilenische Hai. Ich glaube, die erwischen uns gleich. Bögen bereit. Das Wetter schlägt um. Kapitän, wir müssen ausweichen oder kämpfen. Aber so, kommt schon, Speerwerfer. Sehr schön. Hätte man jetzt auch noch besser machen können, aber egal. Down ist down. Wir haben den Brief, wir haben die Schuhe und der Dude ist down. Wunderbar. Na komm, decken wir den mal auf hier. Diejenigen, die den Kosmos nicht die fürchten, Hydra. Können lernen, unter den Wellen zu atmen. Gut, der Typ sagt mir null. Dann haben wir hier noch einen halbnackt. Oh, bist du auch wieder ein Nautiker? Nein. Oh, sehr schön. Und wir können die Schnellreise durchführen. Wunderbar. Er ist auch direkt hier an dem Spot. Den schnappen wir uns jetzt. Ja, wenn die Kultisten down sind, wir haben ja auch noch ein mythisches Wesen, was wir umhauen müssen. Das letzte machen wir in dieser Folge auch. Und dann schauen wir mal,
Wir haben ja auch noch ein Add-on mit Atlantis, was ich auf jeden Fall zocken werde. Die werde ich dann aber ein bisschen nachgelagert betrachten. Ich würde mich dann im Anschluss direkt an Valhalla machen. Und Mirage wird ja auch noch released. Wir werden keinen Feind des Kults des Kosmos am Leben lassen. Okay, du bist gar nicht mal so schlecht. So, erstmal die Giftdolche. Na, komm schon. Ja, der war auf jeden Fall deutlich besser, als ich gedacht habe. Na, Zivilisten bringen wir auch mal um. Wieso auch nicht? Tod bestätigen und weiter geht's. Dich wird hoffentlich keiner begraben. Damit haben wir auch den letzten hier im inneren Kreis aufgedeckt. Ewig wären, ebenso wie der Kult. Olemon sagt mir auch nichts. Okay, dann hier müssen wir auf dem Schlachtfeld von Achaia für Athen. Okay. Dann wo haben wir Achaia? Ah, hier haben wir Achaia. Und hier haben wir Athen. Sehr schön. Das heißt... Okay, das war das Oberhaupt. Also, heißt, wir müssen nur noch dahin düsen. Alles andere haben wir schon freigeschaltet. Das ist gut. Also ist der Dude quasi auf der Seite von Sparta. Muss ja auch im Endeffekt, weil anders funktioniert das dann ja nicht. Ich werde auf jeden Fall vorher nochmal speichern. Falls ich das falsch interpretiert habe, kann ich das nochmal korrigieren. Kann nämlich auch gut passieren. Da haben wir das Lager, wunderbar. Hier nehmen wir noch ein bisschen Olivenholz mit. Speichern eben kurz. Und haben jetzt die 66 Stunden geknackt. Genau im richtigen Moment. Willst du dich uns in der Schlacht anschließen und diese spartanischen Hunde vernichten? Mein Speer gehört euch. Er wird uns sehr nützlich sein. Und nun auf zum Sieg! Okay, auf. Heute wird Sparta bluten! Dieses Mal müssen wir die Roten umhauen. Okay. Ich habe jetzt übrigens auch die Rüstung von Demos an. Haben wir ja beim letzten Mal bekommen. Da fehlt mir aber irgendwie ein Teil. Ich weiß nicht, wo wir das herbekommen. Ja, vielleicht kann man das irgendwo kaufen. Okay, das war Nummer 1. Wo ist der nächste? Da. Wunderschön.
Ja, das macht auch Sinn, dass du auf dem Schlachtfeld unbesiegt bist, weil wärst du besiegt, wärst du jetzt nicht auf dem Schlachtfeld. Nur der Dude ist down. Und da ist er. Ich werde dir einen schnellen Tod vergönnen. Bereit zu sterben? So, ich bin hier gerade ein bisschen zu sehr umzingelt von verschiedenen Kriegern, nennen wir sie einfach mal. Deswegen bekommt hier auch der ein oder andere eine verpasst, auf den ich es eigentlich nicht abgesehen habe, aber egal. Ja, Dude Meister ist down, sehr schön. Das ist vielleicht der Reif, der mir fehlt für meine Rüstung. Das fällt mir gerade ein. Dann haben wir das Rätsel gelöst. Da war mal kurz der Hals ziemlich trocken, aber haben wir korrigiert. Weiter kann's gehen. Da hinten haben wir noch einen tapferen Krieger, der nicht wirklich weiß, was da auf ihn zukommt. So, erstmal weg mit dem Schild. Und da haben wir auch noch einen weiteren Befehlshaber. Wunderschön. Der ist auch hinüber. Da haben wir den Hauptmann. Aber es sieht gut aus. Wir haben einen schönen Vorsprung. Wenn ich bedenke, wie viele Probleme ich bei dem ersten Kampf hatte. Und jetzt können wir das schön sauber und entspannt runterzocken. Das war's. Sehr schön. Damit sollten wir das Fußvolk down haben. Und drei Oberhäupter fehlen nur noch. Wir greifen uns natürlich den, weil der hier gerade bei uns in der Nähe ist. Nein, das zählt nicht dazu. Shit. Ich muss mal eben schauen, was haben wir hier? Brustschutz des Halbgotts. Das ist kein Halbgott. Ja, der Helm fehlt mir weiterhin. Gut, werden wir aber früher oder später bekommen. Alles klar, nun müssen wir da oben zu der kleinen Festung. Wir sind dort. Okay, das passt. Oder Tempel. Mitten auf dem Berg. Bewegung. Je nachdem, wie man das nennen möchte. Pass doch auf. Ups. Ein falsches Lager. Oha, ich muss nochmal eben auf der Map schauen, gibt es da einen Weg hoch?
Einmal hinten herum. Okay. Ich glaube, wir reiten aber geradeaus durch. Klettern hoch. Dann müssen wir uns nicht noch durch den gesamten Palast oder gesamte Festung kämpfen. Und dann machen wir zumindest ein bisschen assassinmäßig was, indem wir uns ranschleichen. Ja, gut gemacht, Cassandra. Dann hängst du da und kommst nicht weiter. Sind einige. Ich muss mich verstecken. Nee, sieht nicht danach aus, dass wir von oben da durchkommen. Du wagst es dem Willen des Kosmos zu trotzen. Na, der hat hier auch noch ein Kätzchen dabei. So, Kätzchen ist weg. Und der alte Mann ist down. Ist natürlich auch ein bisschen unfair, sich hier in so einem alten Mann zu vergehen. Du verdienst Schlimmeres. Aber wenn Cassandra das sagt, dann glauben wir ihr einfach mal. Hier nehmen wir nochmal alles mit, was geht. Und haben dann auch das nächste Ziel erfolgreich ausgeschaltet. Sehr schön. Gut. Dann geht es wo weiter? Nehmen wir mal die Dame. Im ersten Moment dachte ich schon wieder eine Seeschlacht, aber nein, zum Glück nicht. Na, ist eigentlich auch egal. Das hier könnte minimal kürzer sein. Versteckt sich auch in einer Festung. Nehmen wir hier mal das Gratispferd. Und weiter. Komm schon. Da höre ich einen Bären, aber der sollte uns jetzt auch keine Probleme machen. Na los. Oh, oh, oh. Oh. Da war doch was Blaues. Ja, weil ich mich zu blöd angestellt... Na, kommst du hier nicht hoch? Genau, machen wir das so. Eigentlich wollte ich noch ein bisschen weiter reiten. Aber das sind hier 100 Meter, das passt.
Hier gibt es auch wieder ein Ostrakon-Rätsel. Und 21 Kultistentypen umnieten. Gut, das passt aber zu mir. Ich springe ja gerne einfach mal irgendwo rein und metzle rum, ohne wirklich zu schleichen. So, er ist am Trainieren. Ne, sie ist am Trainieren und checkt nicht, dass wir hier ankommen. So, einmal das Schild wegnehmen. Schnell töten und weg hier. Die Welt ist ohne dich besser dran. Gut, wir können von hier auch schon porten. Wunderbar. Hier haben wir jetzt noch den letzten. Wo treibt der sich rum? Oh, bitte kein Nautiker. Ach Gott. Ja, früher hat man die Leute irgendwie, oder heutzutage kriegt man die Leute nicht auf See und früher hat man sie nicht von See bekommen. Sehr schön, das Ding nehmen wir noch mal eben mit. Und hier natürlich wieder ein bisschen kritischer Schaden. Verabschiedet euch! Gib den Kurs vor, Kapitän! Der Kurs ist in die Wellen. Geradeaus. Volldampf. Und damit es nicht zu lange dauert, mache ich hier einfach mal einen Cut. Ja, fast sind wir da. Das Schöne ist, das Schiff ist so ein bisschen separiert. Wenn wir da schnell Volldampf drauf geben und alles rausballern, was wir haben, sollten wir da doch schnell zum Erfolg kommen können. Na, Volldampf, Volldampf. Haltet das Tempo! Entzündet die Waffen! Schützen auf Position! Beeilt euch! Na, Hydra. Und versenken. Sehr schön. Das war ein Quickie. Wunderbar. Ah, super. Da hinten haben wir noch das Treibgut, was ich eben verpennt habe. Sehr schön. Und damit haben wir den Kult fast komplett aufgedeckt. In der Mitte ist eine Frau. Ich bin immer noch irgendwie der Meinung, dass das die von Phoebe ist. Die Zukunft gehört jetzt uns. Aspasia. Ist das die? Götter. Ja, die Geschichte, die jetzt hier steht. Die wird dort nicht. Oder die passt irgendwie nicht. Aber ich glaube, dass das die ist. So, wir haben hier, setze deine Odyssee fort. Was heißt das? Wir haben doch unsere Odyssee schon komplett beendet. Ah, okay, gut. Dann machen wir das halt so.
Ups. Na, vielleicht bekomme ich ja hier endlich meinen Kranz von Demos Rüstung. Ich hoffe es. Gut, ein Neuanfang. Mal schauen, was die uns bietet. Es ist nach. Schön. Ah, keine Sequenz, okay. So ist das. Die Schönen und Reichen hängen meistens in irgendeiner gammligen Höhle rum. Cassandra? So hätte es nie sein sollen. Vor Jahrzehnten versammelte sich eine kleine Gruppe von Menschen und stellte eine Theorie auf, die das Universum kontrollieren sollte. Dass die Welt zu gleichen Teilen aus Ordnung und Unordnung bestünde. Doch einige von ihnen verfielen den Verlockungen des Chaos. Der Kult des Kosmos ward geboren. Sie missbrauchten ihre Macht, stürzten die griechische Welt in einen ewigen Krieg, den du bestimmt warst zu beenden. Du zerschlugst den Kult, woran ich zuvor gescheitert war. Wie heldenhaft, doch das Ungleichgewicht fordert seinen Tribut, mein Kind. Denn ohne Chaos herrscht vollkommene Ordnung, ohne jeden Fortschritt und Freiheit. Doch es gibt Hoffnung. Hoffnung in dich und die Zukunft, die du bringen wirst. Wir müssen unsere Fehler korrigieren. Nimm den Stab, repariere den Riss im Universum. Die Welt auf deinen Schultern, Cassandra. Du musst wieder heldenhaft sein. Hätte er nicht irgendwie noch sagen können, meine Tochter? Oder mein Kind? Nun, du hast es also gesehen. Es ist wunderschön. Nicht wahr? Was machst du denn hier? Das letzte Mitglied des Kults ist tot, oder so gut wie. Was? Es ist wahr. Ich war ihre Anführerin, aber nur für einen kurzen Moment. Als dein Bruder auftauchte, hat das alle unsere Pläne umgeworfen. Du warst ein Teil von ihnen, ein Teil des Kults? Die Mächte der griechischen Welt trafen in unseren Augen die falschen Entscheidungen. Der Kult wollte einen Neuanfang. Durch Korruption und Geld an dem Blut klebt, sie töteten Menschen in einem selbstverursachten Krieg. Kriegstreiberei war eine ihrer Methoden, gewiss, aber von uns gesteuert, bis es außer Kontrolle geriet. Und das gefiel mir ganz und gar nicht mehr. Ich dachte, Demos stand auf eurer Seite. Nicht so, wie wir es wollten. Wie du weißt, kann man ihn nicht kontrollieren. Er hat sich an das Steuer vorgearbeitet und hatte plötzlich mehr Macht als ich. Malaka, du warst also hinter uns her. Nicht hinter euch, hinter der Blutlinie. Menschen wie Leonidas, wie du, waren eine Bedrohung. Dann traf ich dich und du hast mich überrascht. Du warst nicht wie Demos.
Du hättest mich benutzen können. Es wäre einfach gewesen. Du stimmtest mich optimistisch. Ich hoffte, du könntest mir helfen, den korrupten Kult zu stürzen. Und das hast du auch, wenn auch unwissend. Zu gestehen, dass du eine Kultistin bist, erfordert Mut. Du weißt, was ich mit Kultisten mache. Ich wollte nicht mehr lügen. Jetzt, wo sie erledigt sind, können wir zusammenarbeiten. Wir wären ein gutes Paar, meinst du nicht? Ich verstehe es einfach nicht. Was ist mit dieser Pyramide? Wie funktioniert sie? Wieso hat der Kult sie? All das habe ich selbst versucht herauszufinden. Für mich ist es ebenso rätselhaft wie für dich. Diese Pyramide wird schon seit Jahrzehnten vom Kult angebetet. Mit ihrer Hilfe haben wir das Orakel von Delphi ersetzt, die wichtigste Person in der griechischen Welt. Der Glaube an einen Pantheon toter Götter sollte uns helfen, die Menschheit in unserem Sinne umzuformen. Die Pyramide hat die mysteriöse Macht, in die Zeit zu blicken. Doch nur wenige Menschen können sie aktivieren. Menschen wie Deimos und all jene aus deiner Blutlinie. Aber du hast auch etwas gesehen. Ich weiß nicht wie oder wieso, aber sie hat mir etwas gezeigt. Was hast du gesehen? Ich sah dich. In der Vision zerstörtest du die Pyramide und den Kult. Und ich sah, was danach kommt. Nach dem Kult? Wir werden durch eine neue Art der Ordnung ersetzt. Unter der Herrschaft eines Philosophenkönigs. Es gibt eine Bewegung weg von den alten Göttern hin zu einer Gesellschaft der Vernunft. In einem Königreich, erbaut von Menschen, für die Menschen. Und ich muss jemanden finden, der sie anführt. Doch all das konnte ich mit dem Kult und ihrer Herrschaft des Chaos nicht erreichen. So ließ ich sie ihre Pläne ausführen und ließ zu, dass der Kult des Kosmos sich sein eigenes Ende bereitet. Moment. Wusste Perikles Bescheid? Ich wollte ihn beschützen, also ließ ich ihn im Dunkeln. Er wäre anderer Ansicht gewesen. Aber er sollte nicht sterben. Das ist die Wahrheit. Er hat dir vertraut. Aber am Ende hast du ihn nicht beschützt. Hättest du etwas getan, würde er vielleicht noch leben. Die Götter wissen, ich hätte es getan, hätte ich es gekonnt. Als Deimos ihn tötete, wusste ich, dass das eigentliche Ziel verloren war. Ich gab auf. Also, wie geht es weiter? Ein neuer Fokus. Wir steuern auf eine neue Republik zu mit einer obersten Regel. Einen Traum, den ich wahr mache. Noch ist es ein Traum. Und kein besonders realistischer. Vergiss, was du weißt, und stell es dir vor. Vergiss die Demokratie. Nie mehr blau und rot. Nur Bürger, die für das Gemeinwohl arbeiten. Das ist Wahnsinn. Das geht nicht, Aspasia. Es ging nie. Nicht Wahnsinn, sondern Aufklärung. Wenn die Menschen in Athen davon hören, werden sie verstehen, dass sie das schon immer wollten. Auch du. Ich weiß nicht. Dein ganzes Leben warst du auf dich allein gestellt. Lass los. Mein Plan erfordert, dass du mir vertraust. Komm mit mir. Diese Zukunft ist mehr als ein Traum. Okay, wieso sie ihr jetzt... ja, keine Ahnung. Seit Tag 1 war es eigentlich unsere Aufgabe, den Kult auszuschalten, und das werden wir jetzt auch machen. Ich kann das nicht zulassen. Du hast zu viel Leid verursacht. Du hast die griechische Welt zerstört. Das zeigt, dass du nicht verstanden hast, was wir tun. Ich habe dich falsch eingeschätzt. Ich dich auch. Oh. Oh, das ging fix. Okay, also wir hätten mit ihr eine Romanze machen können, das Artefakt zerstören oder sie töten. Du hast noch viel zu tun, mein Kind. Cassandra! Ein Sturm zieht um. Ich fürchte mich nicht vor einem Sturm.
Das war's? Keine zusätzliche Sequenz? So, das sind die Übeltäter. Alle down. Sehr schön. Wir haben natürlich die Möglichkeit, neue... Ja, wir können die Kultisten mit an Bord nehmen, machen wir aber nicht. Ja, da ist es doch endlich. Das letzte Teil für mein Set und damit haben wir Schaden mit allen Fähigkeiten um 30% erhöht. Wunderbar. Darauf habe ich gewartet. Sehr schön. Dann können wir jetzt auch endlich das Ding hier abschließen, den Speer auf die letzte Stufe bringen und dann ist im Bereich unserer Odyssee nur noch Atlantis übrig. Und wir müssen auch noch die letzte mythische Kreatur umhauen. Einmal zur uralten Schmiede. Das Gespräch und die Sequenz mit Pythagoras und Aspasia waren interessant, aber irgendwas fehlt mir da noch. Das hat mir einfach zu abrupt aufgehört. Aber vielleicht bekommen wir ja jetzt hier die erhoffte Sequenz. Schmiede aktiviert. Synchronisiere konstante Neuübertragung. Kontakt aufgenommen. Und damit ist das Ding auf der maximalen Stufe, okay? Unspektakulär. Gut. Dann haben wir jetzt hier nur noch die Möglichkeit, im Add-on weiterzumachen. Sehr schön. Wir haben vergessene Geschichten. Sehr schön. Und natürlich auch noch Kopfgelder und sowas alles. Arges, genau. Das ist der Typ, den wir noch umhauen müssen. Denn er befindet sich hier. Der Kyklop. Ist das ein Zyklop mit zwei Augen oder drei Augen? Keine Ahnung. Aber der befindet sich hier auch quasi in so einer Art... Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie das wie der Fachbegriff für diese Technologie ist. Ups. Na komm schon. Okay, unser Adrenalinstoß macht verdammt. Verdammt viel Schaden. Ja.
Die Hälfte ist down. Kann sein, dass gleich auch wieder eine Art Phasenwechsel kommt. Jupp. Oh. Das ist nicht nett. So, wir müssen mal hier irgendwo hin, wo keine Lava ist. Zu spät ausgewichen. Was war das? Wir hatten doch auch den Heal-Effekt drauf. Shit. Okay, den letzten Angriff von ihm habe ich nicht verstanden, weil wir die Höchstleistung aktiviert haben und trotzdem Damage kassiert haben. Aha, okay. Wieso bekommen wir das jetzt? In dieser Gegend muss ich besonders vorsichtig sein. Dann starten wir halt nochmal. Ja, mit seiner komischen Maske können wir ihm das Augenlicht nicht nehmen. Die Hälfte der HP weg. What? Oh Mann. So, dann alle guten Dinge sind drei. Machen wir das schön oldschool. Fernkampf, Nahkampf. Den habe ich falsch interpretiert.
Okay, überall, wo dieser schwarze Boden ist, kommt Lava hoch. Okay, rechtzeitig ausgewichen. Dieses Mal nicht. Da habe ich jetzt nicht... Oh, aus der Lava raus. Da habe ich jetzt nicht gesehen, ob der Damage durchgegangen ist oder nicht. Das Feuer löschen. In den Hintern, ins Gemächt. Was macht man eigentlich nicht, aber egal. Wir haben genug Pfeile, deswegen... Oh! Nochmal ein bisschen Adrenalin aufladen. Und finishen. Scheiße, ich brenne. Okay, alle guten Dinge sind drei. Hätte man auch noch ein bisschen schneller hinbekommen können. Plus 25% Gift, aber minus Feuerschaden. Okay, interessant. Das ganze Ding hier geht gerade in Flammen auf. Also schnell weg hier. Und damit haben wir auf jeden Fall alle mythologischen Viecher down. Der Kult ist aufgehalten, die Hauptstory ist durch. Was wir jetzt aber noch machen können ist, oder was wir machen werden, ist Atlantis nochmal erforschen, schauen, was es dort zu ergründen gibt. Und natürlich auch die einzelnen Inseln, weil ich das Ding gerne auch auf 100% abschließen möchte, so wie auch Origins. Und da fehlt natürlich noch ein bisschen zu. Deswegen wird es hier auf jeden Fall weitergehen. Schauen wir nochmal. Jupp, das Ding hier ist erledigt. Und ja, wir haben auch noch vergessene Geschichten. Also es ist noch lange nicht zu Ende. Das mussten wir nochmal resetten. Also es ist noch lange nicht zu Ende und es geht natürlich auch noch weiter mit Valhalla und Mirage, wenn es denn released wird.